Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kreuzworträtselrunde. Und ich möchte gleich mal zum Anfang sagen, ich habe mich entschlossen, ich schule um und zwar zum Ego-Therapeuten. Und deswegen werde ich euch gleich mal sagen, ihr seid großartig, vor allem dafür, dass ihr dieses Video eingeschalten habt. Ich sollte mal aufhören, ihr zu sagen. Nein, du bist gemeint. Du allein. Und ich finde das immer creepy, wenn Leute einen mit du ansprechen und nicht mit ihr in solchen Videos. Aber ja, jedenfalls herzlichen Glückwunsch zur bestandenen ersten Aufgabe des Tages, überhaupt einzuschalten zur Kreuzworträtselrunde. Ja, und dann wollen wir doch mal anfangen, nicht? Etwas erbeuten können wir zum Beispiel hier. Versuchen wir es mal damit und das ist es nicht. Rauben wird es sicherlich auch nicht sein. Mostrig ist natürlich Senf. Wenn man das sich auf den Einkaufszettel schreiben will, dann braucht man bloß zwei Buchstaben und einen Strich drauf auf den Einkaufszettel schreiben und schon hat man MO-Strich. Bin ich jetzt wieder scharf? Ich möchte bitte gerne einmal scharf sein. Nein, nein. Meine Kamera möchte mich wieder nicht scharf machen. Man muss nur ein bisschen. Ein wenig muss man nur so das Ganze, man muss wissen, wie man es macht. Ja, apropos scharf sein, in meiner Funktion als Ego-Therapeut möchte ich sagen, du siehst wieder heute mal wundervoll aus, du Zuschauer, du. Online-Tagebuch ist dieses jene? So, natürlich, zum Beispiel. Lucky Lüg. Lügen tut der, das ist der. Dringende Sendung ist ein Newsflash. Nein, ist ein. Eilpost oder sowas. Hier. Die meinen eine Sendung im Sinne von Post. Na, gucken wir mal. Triebkraft ist. Motiv vielleicht? Nee. Das ist es nicht. Asiatisches Rind. Gucken wir später mal. Freizeitaktivität. Spiel oder Hobby? Ja, das Hobby ist es. Dann ist das hier wahrscheinlich das Jack. Jack, 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 Jack. Anlegestelle. Sky. Forke ist natürlich dann die Gorbel. So, dringende Sendung. Eilzug. Nein. Farbschattierung ist ein Ton. Ja. Benedeien? Was? Ja. Ist das hier wieder Agent? Nee. Agen. Oder was? Aus Gefahr retten. Retten. Passt genau rein. Ledig ist auch so hier. Unbestimmter Artikel ist eine. Englisch Alter ist Age, ja. Ich vermute mal, das wird nach dem G kommen. Ist ja üblicherweise so. Vertraulich, privat, intern, weiß ich noch nicht. Obstart. Orange. Nee. Mhm. Aber. So, Medizinstoff, ja. Obstflüssigkeit ist natürlich erstmal der Saft. So. Ist das wirklich intern? Ja, ist es. Ist das hier Urea? Ja, ist es auch. Und jemanden bergen gibt es hier auch noch. Dann ist die Obstart die Traube. Botanischer Begriff ist dann wahrscheinlich der Trieb. Ja, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Trieb in Triebtäter. Huch. Englisch für ist natürlich for. Zwillinge, medizinisch.
Archiv. Was könnte das denn noch sein? Ein großes Aktenzentrum. Deutsches Bundesland. Da geht zum Beispiel Bayern, da geht Hessen. Versuchen wir es mal mit Bayern. Oh, schade. Gleich richtig gehabt. Der Orca ist der Schwertwal. Haustiere der Anden. Lamas? Ja. Merkzettel. Motiz. Nein. Aristokratie. Gucken wir mal. Adel. Adel war das. Deutsche Hunderasse. Olé. Nein, Zwillinge. Portugiesisch Fluss. Rio ist das bestimmt auch, so wie in einer Art verwandten Sprache. Erheben ist erbeuten. Nein, Quatsch. Eilgut ist das hier wahrscheinlich, ja. Erbeuten, erlegen? Ah, so meinen die das. Hilfe. So, was haben wir denn hier noch? Archiv ist die Ablage. Aha. Ach, Gemini. Gemini. Gemini auf den Sack mit sowas. Merkzettel ist eine Memo. So, und die Behauptung ist erstmal was anderes als ein kleines Fest. Machen wir erstmal die Fete hier. Dann ist die Zahl wahrscheinlich die 8. Ja. Ein kurzer ist ein Schott. So, Haushaltsplan ist wieder der Etat. Insekten sind Flöhe. In dem Fall. Arrest ist die Haft. Cremegebäck. Oh, wenn ich das schon lese. Yam, yam, okay. Benedeien. Meinen die beneiden? Was ist denn Benedeien? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das Wort heißen soll. Behauptung ist eine These erstmal. So. Erstmal regnen. Regnen passt nicht. Negnen, begnen, gegnen? Nein. Degnen? Segnen. Segnen. Aha. Benedeien. Sag bloß, das ist wirklich ein anderes Wort für segnen. Hilfe, das ist ja ein komisches Wort. Ist das ein komisches Wort? Aber gut, ich nehme das so hin. Nee, ich google das jetzt. Beneiden wollte ich nicht. So, ich wollte das da. Weihen, ah. Okay, Lobpreisen. Aha. So ist das also. Ja, ihr wusstet das natürlich schon. Ihr da draußen an den Fernsehbildschirmen. Oder was auch immer da, ihr stattdessen benutzt. Handys. Nee, auf jeden Fall, ja. Ich bin hier natürlich der Einzige, der gerade anwesend ist in diesem Video, der das nicht wusste. So, bankrott ist auch blank, pleite, geldlos, Satzzeichen. Ah, ist kein Punkt. Vielleicht ist es ja das Komma. Ja, Domainendung ist zum Beispiel .org. Bankrott ist, ja, das hatten wir schon mal. Programmhinweis. Machen wir erstmal das. Kopfbedeckung. Muetze. Ruin haben wir hier. Ach Mist, jetzt fange ich ja schon so an. Ich wollte doch. Nein, das N können wir da nicht lassen. Also jetzt muss ich ja. Ich muss ja hier raten. Okay, das ist ein solcher Buchstabe. Quast ist ja ein schönes Wort. Okay, Kontonummer. Mittlerweile ist das damit gemeint. Okay, ja. Was haben wir hier als drittes? Konzert oder artig? Ich überlege gerade. Kleines Feingebäck. Geschmacksrichtung. Geschmacksrichtung. Ach Gott, was könnte das sein?
Also ich würde die. Der amerikanische Musikpreis ist wahrscheinlich der European Music Award. Nein. Wie hieß denn der doch mal? Dieser komische MTV-Preis. Also irgendein Music Award, MA. Das würde ja hier ganz gut dazu passen. Einerlei. Demzufolge ist entweder Ergo oder Also. Bares könnte Geld sein, aber ein Biergefäß kann auch ein Krug sein. Und dann wäre das hier irgendwas mit U. Leiten. Abkürzung Religion. Also Leiten fängt mit L an, wie es aussieht. Ein Fahrgast ist kein Mitfahrer. Verdienst ist entweder Gage oder Lohn. Das ist mal wieder wunderschön. Gesichtsausdruck ist die Miene. Ja, glaube zumindest. Okay, was haben wir hier noch so? Speziell war eigens. Programmhinweis. Ansage. Vielleicht sowas. Geschmacksrichtung. Ist dann wahrscheinlich salzig. Ja. Und dann ist das Konzert irgendwas mit Lee. Irgendwas mit Lee. Also hier haben wir auf jeden Fall. Ach, warte mal. American Music Award, AMA? Könnte sein. Und das hier wird wahrscheinlich eher sowas wie ein Live-Act sein. Oder so. Vielleicht nicht Live-Act, aber. Ah, das. Also irgendwas mit Live. Dann ist das hier auf jeden Fall sowieso schon mal ein V. Dann haben wir also schon mal I N V In Ich würde sagen, ich tippe mal auf Inventur. Das Wort könnte Inventur sein. Lehrer der Anatomie. Anatomist. Ein Gebiet der Mechanik. Was müsste hier für ein Buchstabe sein bei Inventur? T. Körperteil. Könnte alles Mögliche sein. Oder Inventar. Inventar oder Inventur? Das ist ja das Fiese. Jetzt müsste ich eigentlich die 7 noch. Also rein theoretisch, wenn das hier ein Glas ist, dann haben wir Inventar. Und wenn es ein Krug ist, ist es Inventur. Das ist ja Mist. Warte mal, dann ist es ein Glas, denn das hier ist egal und das ist Lohn. Oh, das ist ja schön. Okay, dann ist das also und dann ist das hier Lohn, ja genau. Ah, okay, das ist ja schön. Dann ist das hier ein Glas, dann ist das Inventar. Das Wort ist Inventar. Das Wort ist Nukular. ja. Umsonst, vergebens, kostenlos. Keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist Inventar. Das machen wir jetzt einfach mal. So, dann machen wir hier eigens. Dann machen wir hier die Ansage hin. Dann machen wir hier noch salzig. So, das Konzert ist irgendwas mit live. Dann ist das einerlei gewesen. Egal. Egal. Demzufolge also, dann haben wir hier nämlich den Lohn, genau, bisher soweit richtig, Quast weiß ich noch nicht, aber die Kontonummer ist nämlich die IBAN. Bauliche Umgestaltung, ein Damenschuh ist kein Pump, aber P stimmt schon mal. Bauliche Umgestaltung, Anbau, Umbau. Ach, oder waren. Gucken wir mal, vielleicht habe ich auch Pump falsch geschrieben. Pumps. Ja, so wird ein Schuh draus.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und hier, Quast ist natürlich Paneele. Nein, Quatsch. Kosmos ist All. Paneel mit Doppel-E. Mhm. Nein, auch nicht. Fleischkloß. Mhm. Ein Klops. Machen wir hier mal die Aula hoch. Aua. Auka. Ja, auch. Das war doch das, was ich schreiben wollte. Seht ihr, ich vertipp mich, ihr würdet das nicht tun. Noch ein Teil meiner Ego-Therapie. Euch zu sagen, ihr macht alles richtig. Ihr habt sowieso schon alles richtig gemacht. Und vor allem, ihr benutzt das nicht, um dazu zu lernen, sondern um jemand anderem dabei zuzusehen, wie er versagt. Was ihr natürlich nicht tun würdet. So, Insasse ist der Fahrgast. Oh, ja. Ich habe schon öfter mal von irgendwelchen Gefängnisfahrgästen gehört, ja. Es ist wirklich der Live-Act. Ah, Leiten ist Lotsen. Abkürzung Religion ist eigentlich Reli, aber wir nehmen es auch gerne ohne I. Gartenanlage ist ein Busch. Nein. Auster können wir eintragen. Dann ist er das Beet. Ja. Fleischkloß. Bulette. Ja. Ich schreibe das ja gerne mit OU, aber Bulette geht auch so, da gibt es sehr viele verschiedene Schreibweisen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich auch mit B-U-L-E-T-E, also ohne Doppel-T. Bulette. Lehrer der Anatomie, Anatom. Echt jetzt? Boah. Das ist, wenn man sich nicht entscheiden konnte, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, dann hat man einfach beide Namen genommen und dann kam Anatom raus. Nein, Quatsch. Paarhofer. Ja, haben wir bald. Demnächst. Statist passt hier nicht rein. Wandervolk. Nomaden würde mir jetzt einfallen, aber da ist ein anderes gemeint. Gratis ist umsonst. Und dann haben wir auch unser Inventar fertig. Inventiert. So. Dann Keks. Hier habt ihr einen Keks. Dann ist das hier der Anorak. Ja. Popsänger. Diesmal weiß ich, wer der Popsänger ist. Chris Ria. Ja. So, Wandervolk. Ja, das haben wir bald. Nebenrolle, Spange, nein. Versuchen wir mal Körperteil Nase? Nee. Körperteil, Paarhofer, das Lama. Echt jetzt, wow. Der Körperteil ist auch der Hals. Hals ist es. So, dann haben wir hier die Statik, Wandervolk, Roma. Ja. Nebenrolle ist Charge. Oh, Charge. Das wusstet ihr natürlich und ich hab's auch nicht geraten. Ich muss ja auch mal mein eigenes Ego therapieren hier ein bisschen. Dafür mache ich ja diese ganzen Rätselrunden. Nur für mein eigenes Ego, um zu sagen, boah, hier, ich krieg das schneller hin als die Typen von Pizmeet. Ja. Nein, natürlich nicht. Es ist tatsächlich, um ein bisschen was dazu zu lernen, falls doch mal ein Wort kommt, was mir zu schwer ist. Inwiefern da der Lerneffekt am Ende wirklich da ist, das weiß ich noch nicht, aber naja, also ich würde sagen, es ist trotzdem immer mal wieder schön. Vielleicht mache ich auch demnächst mal was anderes als Kreuzworträtsel, um auch einen Lerneffekt rauszukriegen, aber einen anderen. Wer weiß. Auf jeden Fall trotzdem, ich möchte euch noch ein letztes Mal die Seele streicheln und euch sagen, es war mal wieder top mit euch und ja, schön und ich freue mich aufs nächste Mal und ja, kommt gut durch den Tag, seid genial, seid großartig, seid was ihr sein wollt und wir sehen uns vermutlich dann eventuell wieder. Bis dann, tschüss!